Nee, ich habe selber keine Ahnung. Das sind Bockblinz, ne? Kann man ein bisschen verarschen. Ah, okay, dann war das nur ein Skyward Sword so. Musste gerade überlegen, hä? Wo war das denn nochmal, wo man nur die Außenhülle abmacht? nimm. Obwohl, warte mal. Ah! Den gibt's ja auch noch. Ach komm. Okay, ich hätte das wohl ein bisschen anders machen sollen. Ja, ja. Sie wissen halt mich an. Ich pack aus. Ich pack aus. Da gibt's sogar Felsen. Ja. Und ist da was mitten in der Einöde? Weißt du noch? Weißt du was? Du hast den Tag noch leer gemacht. Ach komm. Hast du diese Viecher? Ja! Boah, Leute, das dauert jetzt wieder 5 Minuten, bis das alles fertig ist. Ach komm, nee, ich hab da jetzt keinen Nerv drauf. Das ist Sandraum? Boah, ich hasse diese Viecher. Nein. Nicht. Ach, schade. Der Schwanz ist verbrannt. Irgendwie, wenn man von einer bestimmten Seite auf die zugeht, kann es sein, dass die einen nicht sehen. So. Ich hab den doch. Ich hab doch A gedrückt. Ah. So lange. Drehen alle wieder durch? Ja. Gibt doch Bock. Ich weiß ja nicht. Deswegen mag ich Mastermord nicht. Das sollte jetzt ewig den zu besiegen. Ach komm. Ich muss das Timing nehmen. Endlich mal hier einverleiben. Ist ein bisschen blöd. So. Jo. Jo, wenn ich gleich keine Waffen mehr hab. Hey, komm her! Hey, du Lümmel! Hey! Ich beschütze dich. Der ist so auf die Nerven. So, wir haben's. Oh! Ja, so ist uns wieder in Schwierigkeiten bringen. Ja, ich merk's. Guck mal, da vorne liegt einfach eine Kiste. Ich glaube, das soll einfach nur hier dieses Moldora-Gebiet halt generell so ein bisschen hervorstechen. Das Besondere übrigens an Holzkisten, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, die kann man einfach kaputt machen. Muss man gar nicht erst irgendwie was anderes mitmachen. So, ich laufe jetzt erstmal einfach nur blöd rum. Oh, ist wieder zu warm. Nein. Oh, ist immer noch zu warm. Doch, ich habe ein Eisschwert. Schön. Trotz der Gefahr hörst du mich gefahren.
Ach Mann. Was soll das für eine Kacke? Oh. Dann sammel doch die anderen Sachen ein. Was soll das? Boah, ist das wieder aufregend hier. Ach, guck mal. Was ist das? Sind das Vögel? Das sind Vögel, aber die bringen mir, glaube ich, nichts. Ah doch, ich glaube, die verlieren immer so Nüsse oder sowas. Okay, ja gut. Können wir uns ja mal langsam nach da unten begeben zu... Das glaube ich sogar schon da vorne. Zu der Fee. Okay. Ich kann sagen, der hat doch da irgendwie so ein Dings fallen gelassen. Aber wo muss ich nochmal hin? Ach da. Ich habe heute nur eine Stunde Schlaf abbekommen. Heute ist ein gefährlicher Tag. Oh nein. Bist du morgen dann wieder auf Tour? Oh, hat die ganze Nacht gepiepst. Oh, nee. Ja, hoffentlich wird es dann heute Nacht besser. Ich hatte letzte Nacht so... Keine Ahnung, ich bin irgendwie jede Stunde wach geworden. Und ich hatte auch gestern irgendwie einen Tag, wo es mir... Weiß ich nicht, war gestern einfach irgendwie so... Ganz... Ich war ganz komisch gelaunt. Ganz, ganz komisch. Und, ich weiß nicht, irgendwie war gestern nicht so geil. Und dann noch so blöd schlafen und so? Nee, brauche ich auch nicht. Wow. Okay, ich glaube, das hat beides nicht registriert in dem Teil. Ist ja lustig, der hat einfach einen Bogen und greift trotzdem einen so blöd an. Muss ruhig bleiben, weiß nicht, woran das gelegen hat. Ja, vielleicht kommt's noch. Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Oh, so ein schickes Bild. Nee, pff, ich drücke immer die falschen Tasten. Ist da vorne irgendwas? Also sind auf jeden Fall Ruinen. Ah, okay. Wir haben wieder Obosa Sturm. Das wäre sogar ganz praktisch. Aber ich habe, glaube ich, keine gute Doppelwaffe, ne? Nee. Hm. 72, ja. Ja, das ist immer schade. Ich will halt eigentlich den hier nutzen. Was brennt denn jetzt hier? Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Alter, was ist denn jetzt schon wieder? Schnitzel haben will? Ja gut, dann hat sich das heute erledigt mit Pizza. Dann mache ich mir später. Huh.
Ja, vielleicht machen wir auch später eine kurze Pause oder so. Weil ich habe schon überlegt, ob wir heute mal vielleicht ein bisschen Splatoon oder so zocken. Und eine Waffe, okay. Gehen die so auf die Nerven. Greif mich doch an. Das dauert doch nur immer länger. Wow. Ein Hitzeschutz. Muss ich jetzt nicht hier dieses Kack. Warte. Ich bin auch leider falsch. Ich bin so müde und versuche heute früher noch zu schlafen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und einen angenehmen Abend. Jo, und dir auch, Fluffy. Dann schön, dass du da warst. Schlaf gut und dann soll ich mal bis nächstes Mal, ne? Ciao. Ja, warum auch? Ist ja egal. Ich glaube, der Bumerang ist auf den abgeprallt, ne? Spitze für den Spitze. Ja, eigentlich hatte ich heute geplant, mir eine Pizza einfach zu machen und morgen Bratkartoffeln, dann esse ich später Bratkartoffeln. Wow. Mann. Ja, nochmal. Komm nochmal. Oh. Endlich. Boah, Alter. Und dann hat er... Okay, ich habe auch sehr schwache Waffen benutzt, aber trotzdem, das war schon frech. Deswegen gehe ich auch total ungern zu diesen kleinen Lagern hin, weil da so beschissene Gegner sind und es dauert einfach ewig, die zu besiegen. Also das dauert einfach viel länger, als sich das lohnt. Das wollte ich sagen. Und dann ein Ritterschild. Ist da eigentlich auf der Karte noch markiert? Keine Ahnung. Ach guck mal, das war ein roter. Ja, die sind natürlich auch in der Wüste. Die sterben direkt durch Elektro. Also, Feuerdings sind direkt durch Eis weg und die Wasser halt direkt durch. Nee, warte mal. Die Eis direkt durch Feuer, aber Wasser halt nicht und Elektro auch nicht. Ist immer so ein bisschen schade. Wenn man da leider nicht so einen Ausgleich hat, aber naja. So, Gerudo Riesenfossil und da hinten ist halt automatisch auch dann direkt die Fee. Und wir nahen langsam zur Kälte. So. Holen wir uns erstmal hier ein paar Sachen. Mal gucken, wo die Karotten sind. Ach so, ist nur ein Schnitzel. Ja, toll. Dass sich da keiner erbarmt, ein Schnitzel zu essen.
Naja. Ja, und ich esse das gleich so. Wie gesagt, ich glaube, wir machen gleich dann vielleicht ein Päuschen und dann... Oh, können wir danach noch, je nachdem, wenn er da ist, dann vielleicht noch irgendwie was anderes spielen. Wie gesagt, vielleicht spielen wir heute ein bisschen noch Splatoon oder sowas. Oder ich mache heute generell nicht lang, kann ich auch mal gucken. Wie gesagt, ich muss ja morgen mal weg. Morgen auch gar keinen Bock. Morgen eigentlich lieber zu Hause bleiben. Mal sehen. Ja, und die brauchen Spurtechsen. Okay, wir könnten den Hut hier mal verbessern. Das wäre eigentlich sogar ganz praktisch. Ich benutze die Sachen jetzt nicht so oft, aber ja, doch, vielleicht, wenn die ein bisschen stärker sind. Ist ja jetzt erst Stufe 2, was? So, schauen wir mal weiter. Hä, habe ich letzt... Ich habe immer das Gefühl, als hätte das Spiel nicht richtig gespeichert bei solchen Sachen. Aber das habe ich doch... Oder weil ich jetzt so viele gefarmt habe. Habe ich dann damals gesagt, mache ich nicht. Nee, ich glaube, bei denen habe ich wirklich gesagt, mache ich nicht. Aber trotzdem. Ach, keine Ahnung. Ja. Und sonst? Gibt's was Neues bei euch? Ja, was auch Sternensplitter. Hier ja generell. Was ich ja immer noch mega schade finde. Ja, und jetzt brauche ich da Herzen für. Das ist mir das aber nicht wert. Löschexo und Moblinhorn. Was beim alten noch nicht. Ob das keine Werbung am Abo vertreibt, kommen und sorgen. Es ist ja schon wieder 9:30 Uhr. 9:30 Uhr am Abend. Ja. Brauche ich den jetzt dafür? Löschechsen. Ja, okay, ich weiß aber, wo die. Obwohl. Weiß ich gerade gar nicht. Moblin-Herz, Hinox-Herz. Die haben da auch echt Spaß dran, ne? Mit den ganzen Sachen. Ich würde ja auch theoretisch sagen, ich suche mir ein Lager und hole mir ein paar Waffen oder so, aber das bringt mir nichts. Weil ich ja erstmal die Gegner besiegen muss. Okay, klar, ich kann auch reinstürmen und mit dir dann klauen oder so, aber das ist ja auch doof. Nur die zwei da vorne? Stimmt, weil ich zu nah bei dem einen Ding war. Naja. Sollte man sich auch nicht beschweren. Sieht schon total lustig hier alles aus. Guck mal, da bin ich einfach weggeflogen oder so. Was habe ich denn da gemacht? Keine Ahnung. Südoase. Ich glaube, da war auch irgendwas. Also sind so ein paar Missionen hier auch. Das ist eine Drecksmission. Kann ich jetzt schon mal sagen. Da oben ist ein Tempel oder sowas. Was war hier? Ah, da habe ich glaube ich... Da war so ein Lager. Ja. Ach nee, hier war das Rennen, ne? Oder? Genau, das fing hier an. Und dann bin ich hier einmal rum im Kreis.
zack, zack, zack. Und hier. Und hier, guck mal, sind zwei Striche. Die haben dann irgendwie das falsch registriert. Tore vom Pyrit. Hier könnte theoretisch das letzte Teil sein von den Barbarenrüstungen, weil hier ist eins gewesen. Also das habe ich auch gemacht. Ja, sieht man ja, ich dödel. Na, zwei sind das. Und ich glaube, das dritte war hier oben irgendwo. Da. Na, das haben wir auch schon gemacht. Jetzt fehlt nur noch das in der Wüste. Wo gibt es noch eins? Ich weiß es gar nicht. Da gibt es, glaube ich, immer die Barbarenrüstung, meine ich. Was war da denn? Hä? Okay. Hateno. Was war denn nochmal Hateno? War das auch aus Wind Waker? Jetzt bin ich gerade total... Oder... Das war Angelstedt. Was war denn nochmal Hateno? In Zelda. Jetzt bin ich gerade total... Ich... Ach! Das Ding da oben heißt Hateno. Okay, war doch nicht... Ich dachte jetzt gerade, hä, in welchem Zelda-Teil gab es nochmal Hateno? Ich dödel. Na gut. Ich wäre sogar am Überlegen, ob man hier irgendwie was machen soll. Boah, hier ist aber auch so viel los, ne? Gute Nacht, ihr Mettfreunde. Ich begebe mich ins Bett, um morgen nicht zum Zombie zu verwandeln. Okay. Ja, wie viele Leute sind denn noch da? Also ich sehe, die Zuschauerzahl ist noch ganz gut. Ich bin ja selber am Überlegen wegen zeitlich und so. Also wir können noch machen, auf jeden Fall. Ich will jetzt nur einmal fragen. Ja, mal sehen. So. Ich würde mal ein bisschen shoppen gehen. Ich habe die beste Kleidung hier gerade an. Ach. Noch den anderen Hut. Weißt du, hier bringt der Hut jetzt nicht so viel, aber naja. War. Mal sehen. Beziehungsweise hier habe ich, glaube ich, die meisten Crocs mitgenommen. So, auf jeden Fall sind die Apple respawned. Oh, jetzt sieht er, bist du auch nicht müde? Wir nehmen die Kunden sich anstehen. Ist ja auch nicht kalt, hast du schon gegessen? Ah, du sprichst mit mir, als wäre ich noch ein kleines Kind. Wir brauchst du keine Sorgen, um mich zu machen. Das Bild davon. Ja, alle. Ja, ich weiß, ich bin der beste Kunde. So. Schauen wir nochmal hier. War das der Bogen da? Ist das der Bogen da? Das ist auf dem Pott draußen. Nee, ist der Bogenladen aber nicht aufgestockt. Okay. Wollen wir doch mal sehen. Was können wir denn jetzt hier noch Interessantes machen? Ich bin selber gerade total überfragt. Quelle des Mutes, die war da? Ah, okay. Ich dachte, die war hier irgendwo. War das doch näher rangezoomt, als ich dachte. Dass ich hier so viel rumgelaufen bin. Auch noch nicht gemacht. Gut. Ach komm, ich mach die Gerudo-Quest als nächstes. Jetzt hier so blöd rumzulaufen, ist ja auch kacke. Ein paar Quests in Gerudo-Stadt. Das müsste ganz gut laufen, denke ich mal. So. Und bevor wir dorthin gehen, machen wir doch noch ein Päuschen. Ich hole mir kurz die Sachen. Moment.